Ich schlag doch Pedro durch. Okay. Noch mehr Orks. Wobei die Orks können mir echt gar nichts mehr anhaben. Toll. Dieses Atorloff. Nichts zu plündern. Ach. Auf dem Schiff sind auch welche. Ah, die haben die Orks schon getötet, oder? Ah, nein. Ah, ja, im Haus. Im, ich würde schon sagen, im Haus, im Schiff. Okay, die müssen sich jetzt echt drum kümmern. Hey, du. Alles ruhig? Wenn diese elenden Orks bloß bleiben, wo sie sind, sehe ich kein Problem. Okay. Da ist nichts zu holen. Ich hoffe, die haben jetzt nicht Vardras oder so getötet. Davon lasse ich lieb. Das sind doch alles nur Gerüchte. Gib mir mal einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Wie sieht's aus? Beeil dich ein bisschen. Die Orks kommen bestimmt nochmal wieder. Mal gucken. Diego. Ich brauche deinen Rat. Ein orkischer Oberst hat dort oben sein Hauptquartier. Ich komme von dort aus aber nicht weiter ins Innere der Insel. Orks sind clevere Burschen. Sie werden oft unterschätzt. Ich vermute, sie haben irgendeinen Geheimgang. Such die Wände ab, nach geheimen Schaltern. Denk aber daran, dass Schalter oft eine bestimmte Reihenfolge haben, bevor sie etwas bewirken. Okay. So, Pedro, was hast du mir zu sagen? Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Was hätte ich dir vorher sagen? Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Feuers. Was hätte ich dir vor? Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Nicht, das hast du nicht gewusst. Ah ja, tragen die Eier in die Welt hinaus. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen, aber genau weiß ich das nicht mehr. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Okay. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht Innos dich begleiten. Er wird für mich beten, ich weiß. Okay. Dann fragen wir mal die anderen zur Situation, oder was sie dazu sagen, dass die Orks angegriffen. Wo ist Lester? Was hat er da vorher gewusst? Hey, du! Genau das habe ich Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Noch mehr. Verdammt! Er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Okay. Ich hätte das nicht gemacht. Die Frage ist, wo ist bitte Lester? Das war doch klar. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Die Probleme habe ich kommen sehen. Müde? Es geht schon. Dann. Erzählt sich also einiges. Das war doch klar.
Glaubst du wirklich? Okay, Leute, das muss ich jetzt tun. Ich gucke aber jetzt noch schnell hier, ob eventuell Lester irgendwo ist. Ich glaub's mal jetzt nicht so ganz, aber naja. Tut mir leid, wenn ich hier wieder irgendwie cheaten muss, aber... Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Okay. Reg dich ab. Du hast gut reden. Ich dreh hier bald durch. Okay. Ich weiß, dass du bald durchdrehst. Aber trotzdem. Er sollte nicht übermütig werden. Denn Übermütigkeit kommt vor dem Fall. Hey. Hey, mit Tornhoff habe ich ja schon geredet. Hey, du. Lee. Wie geht's meinem? Alles in Ordnung. Die elenden Orks sollen ruhig wiederkommen. Dann kriegen sie ihre nächste Abreibung. Ich fand das so episch, wie Anka und Lee so gemeinsam hintereinander, das so mit ihren zwei Händen da so in der Hand, da so darunter gerannt sind und dann so pam, 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 Orks tot, Orks tot. Alles gut überstanden? Die Orks haben wirklich Mut, sich mir entgegenzustellen. Sie sollten es eigentlich besser wissen, einen Paladin der königlichen Garde herauszufordern. Ich habe einen Ring der orkischen Kriegsherren. Ich vermute, dass Lord Hagen damit etwas anfangen kann. Gib ihn mir. Ich werde ihn Lord Hagen überbringen. Okay. Hier hast du ihn. Danke. Ich schätze, du hast sowieso keine Verwendung dafür. Ach, Lester ist wieder da. Okay. Das hätte er doch besser wissen müssen. Rede ich noch mit Lester? Das will doch kein... Hey, du! Glaubst du wirklich? Hast du mir etwas zu sagen? Mario hat sich verdrückt, als die Orks angriffen. Trotz dem Chaos hier auf dem Schiff habe ich ihn genau beobachtet. Er ist einfach durch die Blockade der Orks marschiert und die Orks haben ihn unbehelligt vorbeiziehen lassen. Ich hatte gleich so ein komisches Gefühl bei dem Dreckskerl. Er steckt mit dem Feind unter einer Decke. Mal sehen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich weiß langsam nicht mehr, was und ich wenn ja, dann werde ich ihn töten müssen. Einige Probleme erledigen sich. Und das mit Freude. Kommst du zurecht? Wenn die Orks nicht wiederkommen, schon. Okay. Die sind aber eh alle echt unbesiegbar. Außer Laris und Diego. Glaube ich zumindest. Ach, warte was. Hey. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bring ihn hierher aufs Schiff. Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Corinis überantworten. Hey! Welchen Rat kannst du mir geben? Halte dich von den Suchenden fern. Denke daran, dass dir ihr schwarzer Blick hier, fernab vom Kloster, sehr stark schaden kann. Sollte dir trotzdem etwas geschehen, komm zu mir. Ich werde sehen, was ich... Okay. So. Dann werde ich jetzt mal... Heiltränke. Ach ja, stimmt ja. Ich muss ja dieses Rezept noch lesen. Um diese einen super tollen, tollen Tränke. Um, glaube ich, mal reine Lebensenergie. Veränderung. Hä? Das habe ich doch. Hm.
Lol. Okay. Dann habe ich das wohl doch nicht mehr, oder was? Okay. Egal. Dann brauche ich mir jetzt schon ein paar Tränke noch. Tränke brauen. Elixier der Heilung. Elixier der Heilung. Elixier der Heilung. Es dauert mir zu lang. So. 4 Elixiere. Davon müssten reichen. Habe ich den Geschwindigkeitstrank eigentlich? Nope. Den habe ich leider nicht. Schade. Gut, dann würde ich jetzt einen Geschwindigkeitstrank trinken und zurücksprinten. Oh, Gorn. Warte mal. Alles im Lot? Gibt's da oben noch mehr Orks? Schick sie zu mir. Ich bin gerade warm geworden. Ja, der gute alte Gorn. Eine wahre Kämpfernatur. Oder eher gesagt Kämpferseele. Aber ich will jetzt schlafen gehen erstmal. Boah, wo laufe ich denn hin? Bin ich behindert? Ja, bin ich eigentlich. Wenn ich hier so blind auf dem Schiff rumrenne. Weil normalerweise müsste ich mich auf dem Schiff eigentlich gut auskennen. So, bis zum nächsten Morgen. Schlafen. Ich finde diese Musik hier eigentlich so episch. Richtig an die Atmosphäre angepasst. Angepasst. Links und dann einmal rechts. Da hatte Pedro doch recht. Ah. Da ist ein Suchender. Das war mir so offensichtlich, dass da einer ist. Und ihr wisst ja, wie sehr ich das hasse, wenn die Typen mich anfaseln. Mit ihrer Scheiße da. Noch schlimmer als die Zeugen Jehovas. Ach, Echsenmensch, hallo? Oh, da ist auch noch ein Suchender. Der sucht mich ja förmlich. So, dann nehmen wir ihn mal aus. Und trinken mal schnell die Heiltränke, die ich gemacht habe. Boah, Alter. Ich habe gegen die paar gekämpft und musste schon mal insgesamt wieder zwei Tränke wegkippen, die 300 Leben heilen. Ne, drei Tränke, die insgesamt 300 heilen. So war das. Oh.
gerade noch so. Wobei, was heißt hier gerade noch so? Stufe Level up. Okay, dann mache ich das jetzt so. Hau ich das Golem beschwören mal weg. Ah, da ist die einfache Heilung. Dann, wenn ich eine mittlere Heilung noch habe, dann werde ich die auch noch da drauf schmeißen. Scheine ich aber nicht zu haben. Da kommt die auf die 5. Die starke. Wenn irgendwas Gefährliches kommt, oder viele, da kommt Eiswelle einfach mal. Golem zur Ablenkung. Und wenn was wirklich Starkes kommt, dann Dämon. Blitzschlag kann ich auch noch vielleicht verwenden. Bei... Hier ist das Skelett, dann Golem und da. Okay. Ja, das passt dann eigentlich auch. Okay, das werden mir zu viele. Ich muss da raus. Stärke, Eiswelle. Ah, Alter. Gerade noch so. Gerade noch so. Oh, stimmt, ich habe hier keine Map. Das bin ich grad so, war ich gerade so gewohnt von WoW eigentlich immer. Oh, da ist ein Drache. Warum liegen hier auch überall Dracheneier? Okay. Wie viele habe ich jetzt eigentlich? 8. Okay. Mal gucken, was hier in den Kisten so drin ist. Ah. Oh, da sind wieder ein paar echte Menschen. Anscheinend hier noch so ein bisschen Ausrüstung vor dem letzten Fight. Aber da hinten ist schon der Boss. Ja, Leute, ist der Boss. Ganz klar. Nein, natürlich ist das nicht der Boss. Wäre auch schon zu einfach gewesen, wenn ich da hingehe, den Drachen kill und dann hier Schicht im Schacht und so. Ah, das wäre ein bisschen zu mau. Massaker der Echsenmenschen. Teil 10.
So. Jetzt packen wir schon mal den Dämon aus. Hallo. Bleib stehen, Mensch. Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. So? Wen nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Dass du fast unsere gesamte Nachkommenschaft vernichtet hast, war dir wohl nicht genug. Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Den Rest eurer widerlichen Brut werde ich mir auch noch vornehmen. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch, aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Autsch. Lol, ich bin unsichtbar. Gut gemacht. Das ist ein Bug. Ah ja. Oh, da ist ein Schalter. Bin ich da einfach nicht in der Range dafür oder was? Okay. Kann ich nicht irgendwie drauf schießen oder sowas? Das wäre die einzigste Lösung. Okay, tschüss, beschworener Dämon. Dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Schiff. Boah, es wäre so nützlich, würde es hier einen Teleport zum Schiff geben. Ich muss es bloß immer unnötig rennen. Ich will jetzt noch in 42 Minuten dann das zu Ende haben. Weil ich will heute noch auf 85 leveln. Hier in WoW und so. Wobei ist ja nicht hier. Weil ich spiele ja gerade kein WoW, aber trotzdem. Diego. Möglich ist. Ich brauche deinen Rat. Ich habe mit einem Drachen gekämpft und stehe nun vor einem Abgrund mit einer Zugbrücke. Die Brücke ist eingefahren und ich komme nicht hinüber. Arme Kerl, kann mir leid tun. Hast du es schon mit Fernwaffen versucht? Das interessiert mich. Vielleicht lässt sich der Mechanismus auch mit einem Geschoss aktivieren. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ah ja. Vielleicht kann ich das erst so triggern, wenn ich mit ihm rede. Müde? Es geht schon. Warum erfahre ich das nicht? Hey! Meine Meinung kennst du ja schon. Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte... Ich weiß, was du denkst. Vergiss es. Behalte das Ding. Ich will es nicht.
Ah ja, okay. Jetzt geht das. Ach. Wird wohl erwartet, dass ich hier dann so groß an dem vorbeirenne. Aber nix da. Nehmen wir mal die Vollheilung. Oh, Untote. Wie schön. Die sind stärker als die Skelette, die Buchenden. Weil die verfügen hier über Zauber. Ich weiß noch, da habe ich mal gegen den Suchenden gekämpft, da hat er einfach mal Feuerregen gezaubert, sprich gecastet. Das hat einfach mal so ein paar NPCs in der Nähe einfach mal getötet.